Heute soll es um Wiglog gehen. Das ist unsere Offroad-Navigations-Trail-Finde-App, so nenne ich es mal. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, dass wir sie nutzen, und es kamen, glaube ich, schon ein paar Mal die Fragen, wie wir den filtern und wie das so alles grundlegend funktioniert. Deswegen dachten wir, wir stellen es einfach mal kurz vor. Wir waren auch am Wochenende mal wieder in den Bergen unterwegs und haben zum Wandern auch wieder Wikiloc genutzt. Es gibt auch Wanderwege, es gibt Offroad-Trails, es gibt Rennradwege, es gibt Mountainbike-Wege, alles Mögliche. Letztendlich lebt es davon, dass alle Nutzer, die eigene Wege kennen, ihre Wege hochladen. Und so ist es einfach eine große Community und man hat einfach ein unendliches Portfolio an verschiedenen Wanderrouten und Offroad-Routen. Die letzten Wochen waren super anstrengend und wir hatten extrem viel zu tun mit den ganzen Reisevideos. Und deswegen haben wir uns jetzt heute mal den Sonntag freigehalten und sind in den Bergen. Bisschen wieder in Schnee. Wir waren ja erst im Schnee tatsächlich, aber genau, jetzt geht's für uns nochmal in Schnee. Und wir freuen uns voll. Wir packen uns so kurz unsere Sachen und dann geht's hoch. Wiglog hat grundlegend vier verschiedene Funktionen. Die erste und wahrscheinlich wichtigste ist natürlich, die Trails, die andere Nutzer hochgeladen haben, zu suchen und zu finden in allen möglichen Sportarten oder Fortbewegungsarten. Dann die zweite Funktion ist, dass ihr Trails aufzeichnen könnt, also zum einen die Trails, die andere Nutzer hochgeladen haben, nachfahren, nachfolgen und das aufzeichnen oder natürlich auch eigene Trails neu aufzeichnen, neu speichern und hochladen. Als drittes könnt ihr die Trails auch als GPX, also als GPS-Austauschformat, speichern und auf anderen Geräten oder auf einer anderen Navigations-App, wenn ihr eine andere nutzt, dort einfügen und dort nachfahren. Und natürlich funktioniert es auch andersrum, das heißt, ihr könnt, wenn ihr auf dem GPS-Gerät einen Weg getrackt habt, die GPX-Datei nachher in Wikilog nachträglich hochladen und speichern. Als vierte Funktion, die besonders auf Reisen wichtig ist, könnt ihr das Ganze auch offline nutzen. Also nicht die ganze App, aber ihr könnt verschiedene Karten in den verschiedenen Ländern, wo ihr hinfahrt, vorher speichern und die Trails, wenn ihr vorher welche rausgesucht habt, die auch schon speichern, und dann könnt ihr diese Daten ohne Internet wieder abrufen und die Trails nachfahren. Und der GPS-Standort am Handy funktioniert natürlich wie gewohnt auch ohne mobile Daten. Also, kommen wir zum ersten Punkt. Wenn ihr Wikiloc öffnet, dann ist man gleich schon auf der Startseite und wird direkt geortet und bekommt gleich die Karte angezeigt mit allen Suchergebnissen, die dort gefunden werden. Das sind natürlich super viele, weil, wie gesagt, es gibt super viele verschiedene Sportarten und super viele Nutzer tun alle ihre Trails veröffentlichen. Das heißt, um da einen guten Überblick zu bekommen, kann man das Ganze filtern. Wenn ihr auf den Filter geht, gibt es da verschiedene Optionen. Zum einen könnt ihr nach Art der Aktivität filtern. Das kann zum Beispiel Geländewagen sein, das kann Running sein, das kann Wandern sein. Es gibt sogar ganz verrückte Kategorien wie Barfuß oder Bergeinrad, sehe ich gerade. Also da gibt es echt alles Mögliche und ich glaube, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Da wählt man einfach das aus, was man möchte. In unserem Fall meistens, wenn wir unterwegs sind, ist das Geländewagen. Da finden wir dann die ganzen Offroad-Trails. Genau, dann als nächstes die Entfernung. Das setzen wir auch immer, damit man ungefähr weiß, wie viel man so vor sich hat oder was man möchte. Das sind für so normale Trails in der Regel alles so 10 bis 50 Kilometer, obwohl man bei 50 Kilometern Offroad schon wirklich lange unterwegs ist. Genau, dann Höhengewinn, da stellen wir meistens nichts ein. Und bei Schwierigkeit setzen wir das immer auf maximal schwer oder manchmal auch nur moderat, weil die schweren oder extrem schweren, nur für Experten-Trails, die sind dann doch meistens etwas heftig und da trauen wir uns nicht ran, gerade wenn es eine enge Passage wird oder so. Das haben wir bisher aber noch nicht ausprobiert, aber die moderaten Trails sind auch schon teilweise wirklich herausfordernd genug. Genau, dann einfach unten auf Filter anwenden gehen und dann bekommt ihr auch schon nur die Ergebnisse angezeigt, die euren Suchkriterien entsprechen.
Dann kann man natürlich auch in der Karte rumwischen und einfach zu dem Ort gehen, entweder wo man gerade ist oder wo man hin möchte und schauen, was für verschiedene Trails es da so gibt. Dann könnt ihr die Trails antippen und bekommt unten so eine kleine Vorschau, die man auch durchwischen kann, wo man schon so die grundlegendsten Infos zu den Trails findet. Wir wählen meistens die mit den Bildern aus, einfach weil man dann schon ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, wie es auf dem Trail aussieht und was einen ungefähr auch landschaftlich oder auch vom Weg erwartet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, nach einem ausgewählten Bereich zu suchen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn man weiß, diesen einen Punkt, da möchten wir hin oder da möchten wir unbedingt durchfahren auf der Karte. Dann müsst ihr einfach zu dem Punkt auf der Karte hingehen, zum Beispiel einen Berg oder sowas, und könnt dann klicken auf ausgewählten Bereich suchen. Dann erscheint so ein kleiner Kreis, da setzt ihr den Punkt dann rein und sucht nach Trails, die hier kreuzen. Und dann bekommt ihr wirklich nur die Trails angezeigt, die durch diesen Bereich durchführen. Dann habt ihr unten auch eine kleine Liste, die könnt ihr dann durchschauen. Oder gibt auch noch die Möglichkeit, das Ganze als Liste anzuzeigen, oben rechts. Das geht auch bei der normalen Suchfunktion. Dann habt ihr eine Liste mit allen Trails und eben nicht mehr auf der Karte, sondern dafür ein bisschen mehr Infos und bekommt gleich einen guten Überblick, wo Bilder dabei sind oder wo, wie weit die Trails gehen und so weiter. Wir sind auf halber Höhe oder so, oder kurz vor oben, ich weiß es gerade aktuell gar nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist mega schön hier. Wir waren ja schon echt lange nicht mehr in den Bergen. Und es ist voll cool. Ist hier gerade an so einem kleinen Wassertropf oder so, ich weiß es nicht. Wo ganz viele Eiszapfen sind. Sehen mega, mega cool aus. Echt ultra schön. Ja, jetzt würde ich sagen, laufen wir weiter. Ist voll anstrengend. Dem Trail zu folgen und das aufzuzeichnen ist nachher ganz leicht. Wenn ihr euren Trail gefunden habt, dann könnt ihr einfach oben auf den großen grünen Button Trail folgen gehen. Wenn ihr zu weit weg seid vom Startpunkt, dann bietet ihr euch auch noch an, euch dorthin zu navigieren. Und ihr seht immer den blauen Punkt, wo ihr seid, und einen grünen Pin, wo der Trail beginnt. Genau, dann unten noch die richtige Kategorie auswählen. In dem Fall, wenn es ein Geländetrail ist, dann natürlich auch Geländewagen auswählen. Dann auf Folgen drücken und dann habt ihr die Karte und könnt alle Infos sehen. Wenn man oben auf Statistiken seht, bekommt man auch die ganzen Infos, wie weit ihr schon seid, wie eure Geschwindigkeit ist, der Höhenverlauf und so weiter. Könnt ihr alles live anschauen. Genau so funktioniert es natürlich auch, wenn ihr euren eigenen Trail aufzeichnen und hochladen möchtet. Dann müsst ihr einfach unten im Menü ist ganz links erkunden und in der Mitte Trail aufnehmen, da einmal drauf gehen. Und dann könnt ihr einfach auf Aufnahme starten klicken. Der Unterschied ist, dass ihr halt keinen Trail in der Karte habt, den ihr nachfahren könnt, sondern dass ihr einfach nur die Karte habt und seht, wo ihr schon lang gefahren seid. Gar nicht mal so dunkel hier. Besser gesagt, es ist ganz schön hell. Aber es ist mega, mega schön hier, ey. Voll cool. Weiter geht's. Um den Trail als GPX-Datei zu bekommen, müsst ihr den Trail auswählen und öffnen. Und dann könnt ihr oben entweder direkt auf Sende Trail als Datei, steht direkt schon da, oder auf die drei Punkte, wenn ihr zum Beispiel an die Apple Watch senden wollt, an Garmin-Gerät, an die Suunto-Uhr oder einfach auch als normale Datei. Wenn man da drauf tippt, kann man auswählen, wie man sie geschickt haben möchte. Das ist dann einfach ein normales GPX-Format. Und das könnt ihr dann, wenn ihr es per Mail habt oder wie auch immer ihr euch geschickt habt, auf euren eigenen Geräten verwenden. Um
eigene GPX-Dateien, die man selber mit einem GPS-Gerät oder so aufgezeichnet hat, in Wikiloc hochzuladen und zu veröffentlichen, kann man leider nicht das Handy nutzen, beziehungsweise ich habe noch keine Möglichkeit gefunden. Wenn es anders ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Man kann Wikiloc genauso wie am Handy auch online am Rechner über den Browser nutzen, kann sich dort wie gewohnt einloggen und findet dort die gleichen Funktionen und kann sich dort auch seine Trails raussuchen und speichern. Und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, eine GPX-Datei hochzuladen. Ganz schön rutschig hier. Ja, jetzt sind wir ganz oben. Einmal um den See rum. Kurz was essen. Schon ganz schön hier. Und dann geht's runter. Sonnenschein und Schnee. Ja. Ja, geht's. Um Wikiloc mit dem gewünschten Trail offline zu nutzen, müsst ihr zwei Dinge tun. Einmal müsst ihr den Trail selber speichern, dazu einmal auf den Trail draufklicken, ganz nach unten scrollen und dann gibt es einen Button, wo man draufklicken kann, um Trail speichern. Dann lädt es kurz und dann, sobald es grün ist, heißt es, okay, es ist auf dem Gerät gespeichert. Wenn ihr kein Internet habt, könnt ihr den Trail trotzdem abrufen. Dann müsst ihr natürlich noch die Offline-Karte herunterladen. Davon gibt es eigentlich von fast allen Ländern, also zumindest haben wir noch kein Land gefunden, was nicht geht. Wenn man in der Kartenübersicht ist, kann man das Ebenenmenü oder das Kartenmenü anwählen und da gibt es dann Offline-Karten. Das heißt, ihr müsst zu dem Bereich gehen, den ihr haben wollt, dann da draufklicken und dann auf Offline-Karten anzeigen gehen. Und dann könnt ihr die gewünschten Karten herunterladen, speichern. Karten brauchen letztendlich immer relativ viel Speicherplatz, deswegen kann man auch einfach mal in sein Menü reinschauen, was man denn schon für Karten hat, ob man vielleicht manche löschen kann, wenn der iPhone-Speicher oder der Handyspeicher doch ein bisschen voll geworden ist. So, das war's eigentlich mit der Erklärung. So nutzen wir Wikiloc unterwegs und zu Hause als Reisevorbereitung. Ich hoffe, das war etwas hilfreich. Letztendlich gibt es wirklich super viele Funktionen und man kann auch wirklich super gut filtern. Letztendlich muss man immer schauen und ein bisschen herausfinden, was für Trails gefallen uns, was für Trails weniger. Und dann bekommt man auch ein bisschen Erfahrung, wie man filtern muss, um wirklich die Trails zu finden, die man haben möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, teilt das Video gerne mit euren Freunden oder viel Spaß beim Wikiloc nutzen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, wir versuchen sie zu beantworten. Nochmal zur Info, wir werden nicht gesponsert und bekommen kein Geld dafür vom Wikiloc. Wir nutzen es nur selber und haben es auch schon ein paar Mal mit euch geteilt. Und es kamen immer mal wieder die Fragen, wie wir denn filtern und wie wir die Trails raussuchen. Deswegen haben wir gedacht, wir erklären das einfach mal kurz.